Jetzt geht es weiter mit dem Kulturprogramm. Ich freue mich ganz herzlich. Christine Preyon. Sie hat eine belgische Mutter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sie hat den baden-württembergischen Kleinkunstpreis gewonnen. Sie hat den Stuttgarter Besen gewonnen. Und sie ist jetzt heute bei uns. Christine Preyon. Liebe Chaoten, liebe Radikale, liebe gegen alles Seier und Seierinnen. Ich habe in den letzten Wochen die Berichterstattung über Stuttgart 21 etwas genauer verfolgt. Ich möchte deshalb hier mal eine Lanze für unsere Medien brechen. Und ich möchte Sie alle herzlich dazu einladen, mit mir zu brechen. Stuttgart 21, die Demo-Soap. Was habe ich mich oft gut unterhalten gefühlt? Herrlich, wie die Protestler mal verharmlost, mal kriminalisiert wurden, je nach Gusto des Redakteurs. Spannend wie ein Fortsetzungsroman, wie sich die putzigen Schwaben, diese kleine ethnische Gruppierung, vom trommelnden und trillernden Volksstamm zur vierten RAF-Generation gemausert haben. Ulrike Meinhof! Ulrike Meinhof! Würde vor Neid erblassen, wenn sie wüsste, dass das LKA sich mittlerweile schon für die Parkschützer interessiert. Danke, liebe FAZ, liebe Welt, liebe Süddeutsche, liebe Fokus, ach ja, liebe Stuttgarter Zeitung, dass ihr uns wochenlang mit Wesentlichem, mit Inhalten, kurz mit der Wahrheit verschont und damit für Ruhe im Land gesorgt habt. Danke, dass ihr uns nicht mit Artikeln über die Arroganz der Mächtigen und die Entmündigung der Bürger genervt habt, sondern lieber die Chancenlosigkeit des Protests erwähntet. Jetzt, wo die Stimmung kippt und sich die stetig wachsende Zahl der Demonstranten nicht mehr ignorieren lässt, müsst ihr als traditionelles Sprachrohr der Mächtigen natürlich auch schauen, ob die Macht überhaupt noch beim Mapusconi-Clan ist. Schuster, die auf dem Weinfest hat liegen lassen. Und das Volk sie jetzt hat. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr es schafft, im Tornado der Ereignisse trotzdem euer Fähnchen in den Wind zu hängen. Und danken derweil mit einem offenen Brief für eure großartige Unterstützung in den letzten Wochen. Der Brief geht stellvertretend an die Bild, die sich immer ordentlich ins Zeug geschmissen hat. Ihr dürft euch aber alle angesprochen fühlen. Liebe Bild, Tag für Tag berichten Sie unter Einsatz Ihres Lebens von der K21-Front. Furchtlos begeben Sie sich ins Kreuzfeuer der radikal-stuttgartistischen Schwaben und der noch radikaleren Schwabisten, darunter wildgewordene Senioren mit großkalibrigen Vuvuzelas oder mittlerweile sogar Kleinkinder, die dazu rekrutiert werden, kreuzgefährliche Parolen wie oben bleiben zu skandieren. Das K21-Regime hat seine Truppen nicht nur am Bahnhof stationiert, sondern auch Terroristen.
französische Trainingslager im Schlossgarten gebildet. Man vermutet sogar einen ihrer Redelsführer in einer Höhle im Park. Gezielt versuchen die Fortschrittsfeinde der Bevölkerung Angst zu machen mit einer angeblichen Truppenstärke von 50.000 Mann. Dank Ihrer Recherche, liebe Bild, weiß ich, dass es sich lediglich um ein paar hundert Mann handelt. So wie die aktuellen Kosten von Stuttgart 21 sicher in Wirklichkeit auch nur auf ein paar hundert Euro belaufen. Für diese Information danke ich im Übrigen Herrn Michael Völl, ich weiß nicht, ob er heute unter uns ist, der neben seiner Tätigkeit als Finanzbürgermeister auch noch die Chefredaktion der Bild Stuttgart übernommen hat. Liebe Bild, machen wir weiter so. Deutschland braucht Sie! Mit freundlichen Grüßen und so weiter. So, jetzt mal Spaß beiseite. Wer ist hier radikal? Wer sind die Verbrecher? Ich lebe ja in Stuttgart und muss nicht Zeitung lesen. Ich sehe mit eigenen Augen, was da passiert und vor allem warum. Ich kenne alle guten Argumente der Gegner von S21 und ich kenne das schlechte Argument der Befürworter, S21 sei vor Jahren längst demokratisch beschissen worden. Beschlossen worden. Und damit unumkehrbar. Nach dem Prinzip dürfte keine Ehe geschieden werden. Jetzt hört man mich gar nicht mehr, doch. Ich sehe, dass dieser Protest nichts mit links oder rechts, alt oder jung, arm oder reich zu tun hat. Auch nichts mit Kehrwoche oder Maultaschen. Es ist ein Protest der Bürger. Ich höre, mit welcher Kraft die Menschen protestieren. Ich rieche die zum Himmel stinkenden Lügen des gleichnamigen Packs. Ich spüre, dass dieser Protest gut, richtig und zutiefst demokratisch ist. Ich lese aber, dass Stuttgart 21 heute ein tolles, morgen ein schlechtes Projekt ist. Dass die Gegner heute Recht und morgen Unrecht haben. Dass sie je nach politischer Verwertbarkeit Vollidioten, Widerstandskämpfer oder Verbrecher sind. Spinne ich jetzt? Soll ich jetzt meinen Augen und Ohren trauen oder unseren großen Zeitungen? Und wenn ich dem, was ich über Stuttgart 21 lese, nicht trauen kann, weil ich es ausnahmsweise besser weiß, welcher Information kann ich dann trauen? Und wenn Deutschland sich seine Meinung aufgrund solcher Informationen bildet und seine Kreuzchen auf Basis solcher Informationen macht, wer macht dann eigentlich die Politik in diesem Land? Bin ich Verschwörungstheoretiker, wenn ich das Gefühl habe, dass da insgesamt was faul ist? Dass Stuttgart 21 mitnichten nur ein lokales Problem ist. Dass es längst nicht mehr nur um Bäume und Bahnhof, um Denkmal oder Parkschutz geht. Dass die Frage nach Demokratie zu Recht immer öfter und immer lauter gestellt wird. Und dass das zu Recht einigen Politikern äußerst unangenehm ist. Solange wir nur mit der Deutschlandfahne winken und Bier trinken und Schlund rufen, ist alles in Butter, alles unter Kontrolle, solange das Wir-Gefühl sich nur auf Fußball und Grand Prix beschränkt. Wir sind aber nicht Lena, wir sind auch nicht Papst, wir sind das Volk. Ja. Gerade in Stuttgart passiert. Die Menschen lassen sich nicht mehr mundtot machen von der Politik, nicht mehr einlullen von den Medien,
die den Kopfbahnhof genauso wichtig finden wie Heidi Klums Körbchengröße. Stuttgart 21 ist exemplarisch für das, was im Großen längst nicht mehr stimmt. Und darum sollte Deutschland ganz genau zugucken, was hier passiert. Und vielleicht statt Tagesschau gucken, mal live vorbeikommen. Und die ungeschnittene und vor allem unkommentierte Fassung sehen. Aber Vorsicht, der Satz, da kannst du doch eh nichts machen, geht nachher nicht mehr so leicht von den Lippen. Ich habe hier gerade noch eine ganz aktuelle Meinung, eine ganz aktuelle Meldung reingekriegt. Der Herr Mappus hat heute in einer Pressekonferenz erklärt, sie schauen auf die Uhr, 2 Minuten, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oder soll ich es nach dem Schwabenstreich machen? Nein, ausreden! Nein? Wir verschieben. Oh Gott, wir dürfen sogar 2 Minuten später Schwabenstreich machen? Ja, ja. Okay, das ist auch ganz wichtig. Der Herr Mappus hat heute in einer Pressekonferenz erklärt, dass er bereit wäre, Stuttgart 21 zu canceln, wenn stattdessen Welt 21 gebaut wird. Angedacht ist eine Zusammenlegung der Projekte Stuttgart 21 und Transrapid, wobei Stuttgart auf einer Hochgeschwindigkeitsmagistrale über Wendlingen und Jerusalem mit Kabul verbunden werden soll. Quasi als Symbol für die Wahrung unserer Außenhandelsinteressen in Afghanistan. Mappus hat sich dafür einen Transrapid-Experten mit ins Boot geholt, Herrn Edmund Stoiber. Und der hat in der Pressekonferenz schon mal das Prinzip erklärt. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in Stuttgart mit 10 Minuten, ohne dass Sie in Aserbaidschan noch umsteigen müssen, dann starten Sie im Grunde genommen in Stuttgart am Günther Oettinger Tiefbahnhof in Stuttgart. Starten Sie Ihre Weltreise. 10 Minuten. Schauen Sie sich mal die großen Bahnhöfe an. Wenn Sie am Gerhard Schröder Bahnhof in Moskau oder sonst wo, wenn es der Carla Bruni Bahnhof in Paris oder in Shanghai, ja? Wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie den jetzigen Kopfbahnhof in Stuttgart sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Stuttgart brauchen, um Ihr Gleis zu finden. Wenn Sie aber mit Welt 21 vom Tiefbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Stefan Mappus Transrapid in 10 Minuten an den Sackbahnhof zu Gutenberg Bahnhof in Kabul. Dann starten Sie praktisch hier am Tiefbahnhof 21 in Stuttgart. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an die afghanischen Städte heranwächst. Weil das ja klar ist. Weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Afghanistan zusammenlaufen. Dankeschön.